Hi guys, I will show you a little watercolor drawing here, and it will be a pack. It's definitely not my pack, it's not a golly. It is for someone who is having a birthday, and I thought she's having a pack. Absolutely sweet little lady. Oh, she's a girl, yeah. And I stole a picture from her Facebook page, sorry for that, but I of course needed a reference, and she was sitting down, and the picture was taken from above, so her head was very prominent in that and the body a bit farther away. And I thought that looked pretty cute. So, and I colorize it, actually. I do a watercolor, colorizing with watercolors. And I still struggle a lot with watercolors, colorizing it, and get my technique, you know. It is, you need to find a way for yourself when you, that you're feeling comfortable working with it, of course. That means you need to know some techniques, and the most important thing is always a good quality watercolor paper. The paint is not, okay, you need proper pigments in there, but if you buy a good student quality or advanced quality, whatever it is, it's not that important. Most important is the watercolor paper, and that between every layer you dry the paper properly, and then you can put on as many layers if you want to. So here, for example, I use this clean water clean brush technique to get some paint off. You know, the brush is clean, filled with a bit of water, and then I go over these areas to get some highlights in that way. So that's what I'm trying a lot. You won't get that on cheap paper, actually. It's really, really difficult to get paint off again from cheap paper. So that's another advantage to use good watercolor paper. And most of my papers are with cotton, sometimes 100%. I really look that I have 100% cotton paper. So that's my... That's what takes up the biggest budget, actually. But I always think it's worth it. So, because when I make cards with it, it looks so much nicer and neat. It looks neat, and yeah, that's what, for me, it's most important thing. So, hi, ihr Lieben, ich werde euch heute hier diese Aquarellzeichnung zeigen. Das ist ein, ist nicht Golli. Das ist von einer Bekannten, der Hund, die hat, sie hat Geburtstag, und wollte ich ja ihr eine kleine Freude machen. Ich habe dann das Foto geklaut von ihrer Facebook-Seite und als Referenz dann, und das ist so von oben fotografiert, sodass der Kopf den größten Teil einnimmt und der Körper eben weniger, sie sitzt halt in dem Bild. Und wie ich gerade gesagt habe, mit meinem Kolorieren, mit Aquarellfarbe, immer noch schwierig, sehr, ja, so meinen Weg zu finden, meine Technik. Es gibt natürlich so Grundtechniken, die man benutzt, wie ich gerade eben erklärt habe, hier mit dem feuchten Pinsel Farbe wegzunehmen vom Papier auf der Schnute, solche Sachen. Das ist natürlich so Grundvoraussetzungen, aber sonst muss jeder so seinen Weg finden, wie er mit den Aquarellfarben zurechtkommt. Und die Reflexion hier im Auge zum Beispiel, da benutze ich hier jetzt einen Posca. Später gehe ich über zu Gouache. Da gehe ich nochmal rein mit dem Pinsel, weil es gefiel mir nicht. Ich habe das nochmal weggemacht. Gehe da mit dem Pinsel nochmal rein mit weißem Gouache. Da muss man halt auch schauen, wie man es am besten macht. Eben dieses Aussparen oder mit Maskierflüssigkeit zu arbeiten. Maskierflüssigkeit und ich, wir werden keine Freunde. Irgendwie kriege ich das nie hin, ich mache mir das Papier kaputt, und ach, deswegen lasse ich es lieber. Aber kann man auch machen, muss man gucken. Und eben, was ich gesagt habe mit dem
mit der Papierqualität, das ist für mich zum Beispiel immer das Wichtigste. Die Aquarellfarbe selber, klar, ich meine, so eine billige Schüleredition, die würde ich mir jetzt nicht kaufen, aber eben, ob du jetzt ein preiswerteres Branding hast oder eben ein richtig teures, das ist wurscht. Wichtig ist das Papier, weil du arbeitest ja in mehreren Schichten. Wichtig ist auch, die Schichten immer schön trocknen, bevor man weitermacht. Dann kann man da mit Hunderten von Schichten drauf arbeiten. Das ist kein Problem. Sag schon, die Oberfläche muss halt immer wieder schön trocken sein. Sonst peelt man es natürlich auch oder reißt man die Oberfläche auf. Das ist schon ganz klar. So, und im Prinzip, ja, wie gesagt, im Prinzip ist es eben auch wichtig, dass man für sich so einen Style entwickelt, wie man am besten die Aquarellfarbe da drauf bringt. Aber damit, wie gesagt, bin ich immer noch so ein bisschen, ja, es ist immer noch, ich probiere noch viel. Ich versuche noch so mein Weg zu finden, Aquarell und ich, dass wir Freunde werden. So. Man ist sehr froh. Ich finde Aquarell einfach toll, aber wie gesagt, ich muss es noch lernen. Das ist eben das Allerwichtigste. Aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg. So, der Hintergrund war eigentlich relativ bunt. Da habe ich mich jetzt nicht so ans Original gehalten, mit ein paar Farben hier und da. Und dann habe ich aber irgendwie fehlte noch was im Hintergrund. Und dann habe ich so diese Girlanden hier, Herzengirlanden. Das ist ja, der Hund wird abgöttisch geliebt. Also fand ich die Herzen schon ganz praktisch oder ganz passend. Und eben Girlanden auch, weil ihr Name ist Banti und das Banting sind ja Girlanden, fand ich irgendwie ganz, ganz passend. Da kommt noch rote Farbe rein, das mache ich mit dem Aquarellmarker. You know, I found the background, there was something missing, so I have this hard bunting stamp and I stamped it here, so that it looks like it's behind the dog. I always say that gives more depth. And so using a watercolor marker here to put the red paint into, and I put that. I used that because of course, first of all, the dog is much loved. That's because of the hearts. But her name is Bunty, and yeah, Bunting. You know, I thought it's yeah, it matched somehow for me. So. And colorize it here, as I said, with a watercolor marker. And then I go around again with an ink pen. I found the lines or the stamp is a very, very thin, so I define it just with an ink marker here. And I will make it into a card, of course. I'm not showing the process of how I do it because I showed it so often, so you know that. Put some foam behind it to have a bit of a more depth, but that's it, a bit more dimension. So, and the close-up is coming up soon. Ich habe dann hier, wie ihr gesehen habt, noch um die ja, um die Linien herum gemacht oder noch mal die Linien verstärkt, weil ich fand die Stempellinien hier so sehr, sehr dünn. Deswegen einfach noch mal rüber gegangen, habe das Ganze verstärkt und mache das dann in eine Karte oder mache eine Karte daraus. Das zeige ich dann nicht, das habe ich schon so oft gezeigt. Ihr wisst, wie ich das mache. Und dann kommt schon das Close-up. So, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up. And a comment would be so very much appreciated. And I hope I see you very soon again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay healthy, be careful still and never forget to be creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich tierisch freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Und vor allen Dingen bleibt gesund und vergesst nicht, immer schön kreativ sein. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.